Das hat wehgetan. Du nervst brutal. Geh mir aus den Augen. Es tut mir leid, nicht böse sein. Weg! Na schön, ich mach's. Was meinst du? Ich kann dich nicht so liegen lassen. Aber du musst schwören, dass du es niemandem erzählen wirst. Du meinst, du frisst meine... Ja, nein, nein, das erzähle ich niemandem, ich schwör's. Okay, wie machen wir das? Nun ja, wer frisst, schafft an, würde ich sagen. Ich glaube, am leichtesten ist es, wenn du die Windel als eine Art Schüssel verwendest. Kannst du sie ausziehen? Nein, das habe ich nie selbst gemacht. Mom macht das. Gut, zieh mir erstmal deine Latzhose aus. Die Knöpfe kann ich selbst aufmachen. Ja, ich hab's geschafft. Okay, und jetzt die Füße daraus? Ich kann nicht glauben, dass wir das machen. Oh, das riecht aber wirklich übel, nicht wahr? Ja, kannst du ganz sicher nicht so bleiben? Ich bekomme einen Ausschlag, ich spüre ihn schon. Okay, okay, das werde ich schaffen. Gut, leg dich hin. Es fasziniert mich, dass du das kannst. Es ist so, als würde ich jemandem beim Wurzelrechnen zusehen. Ich habe keine Vorstellung davon, wie das geht. Oh Gott. Bist du bereit? Okay. Doch nicht hier, ich will nicht zusehen. Was? Mach's da drüben, da in der Ecke, es ist eklig. Es ist dein Schiss. Aber es ist deine Betätigung, du weißt schon, es ist dein Ding. Ich schaffe nicht alles. Aber du musst. Halb aufgegessen kann man's keinem erklären. Das gibt kein Zurück. Es ist vollbracht. Ich hab noch Nachtisch für dich. Du willst mich verarschen. Komm schon, es ist Kotze. Du magst Kotze. Stimmt, ich mag Kotze. Gut, legen wir die Windel wieder an. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Was soll denn jetzt noch fehlen? Hier, die Windel ist blitzsauber. Ja, ja, aber meinen Arsch noch nicht. Du musst meinen Arsch säubern. Oh Gott, Stewie, es gibt Grenzen. Nein, das ist das Allerwichtigste. Du kennst Lois mit ihren Feuchttüchern. Die schiebt sie mir immer ganz tief zwischen die Backen. Nein, niemals. Ich könnte sehr krank werden. Es ist fast nichts dran. Es dauert nur eine Sekunde und wir können diese unerfreuliche Episode abschließen. Wenn du jemals... Ich werde es nicht erzählen. Niemandem und niemals. Und jetzt leg los. Tu mir den Gefallen und sag Bescheid, bevor du anfängst. Ich möchte nicht über Moon River. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Brian, du bist der Hit. Ich bin dir sehr verbunden. Oh, warte, den Teil übernehme ich selbst. Also... Ja, danke. Jetzt geht es mir viel besser. Stinkt auch nicht mehr. Hör zu, ich hoffe nicht, dass diese Sache ab jetzt zwischen uns steht. Ich meine, so seltsam war es auch wieder nicht. Was hast du gegessen? Italienische Hochzeitssuppe. War gar nicht mal übel. Sag ich doch, tolle Diät, nur unglaubliche 220 Kalorien. Für dich wohl weniger.